Der Hackball in Volzberg ist heute ein besonderes Highlight. Die Stimmung ist fantastisch. Die Leute unterhalten sich wahnsinnig gut, die Musik spielt gut und wir sind natürlich für Sie mit dabei. Wir, Jasmin Weber und Markus Resch, möchten Sie im Namen der Maturaklassen 5a und 5c der Handelsakademie Volzberg recht herzlich zum Maturaball 2010 hier in den Stadtseen der Stadt Volzberg grüßen. Frau Professor, Sie haben die Anfangsmoderation gemacht. Haben Sie sich lang vorbereiten müssen? Nein, darauf musste ich mich natürlich nicht lange vorbereiten. Ich musste nur herunterlesen, welche Paare kommen, da ich ja nicht wusste, wer mir im Rücken hinter der Leinwand steht. Wir haben uns allgemein für diesen Ball sehr gut vorbereitet, also sowohl die Klassenvorstände als natürlich auch die Schüler. Wie fühlt man sich so als Maturantin? Ja, der Ball kann man es noch gar nicht glauben, dass das der eigene Ball ist. Es ist total schön. Es ist schon sehr viel Arbeit und man glaubt immer, der Ball ist erst irgendwann in 3-4 Wochen und auf einmal steht man hinter der Bühne und die Hymne geht los und natürlich ist dann die Nervosität am größten. Und wie war die Polonaise? Also war das anstrengend, das einzustudieren? Ja, es war schon anstrengend. Wir haben etliche Tanzstunden hinter uns. Viel Schweiß steckt dahinter, viel Nervosität. Aber es ist, denke ich, gut gelaufen. Es geht, es war sehr lustig. Ja, sicher, wir gehen auch schon rein tanzen. Jetzt muss ich mal meine Füße entspannen, ich bin ein bisschen müde geworden. Jetzt schon zum dritten Mal heute die Polonaise tanzt. Ja, ausgesprochen ein schöner Ball, muss ich sagen. Mir hat sehr gut gefallen die Polonaise. Zwar eine klassische Polonaise, aber ausgesprochen gelungen. Und ich muss auch sagen, was mir besonders gut gefallen hat, das war auch die Begrüßung der Maturantin und des Maturanten. Die haben das wirklich sehr gut gemacht, auch auf das Thema bezogen, verglichen mit dem Olymp. Das war ausgesprochen eine gute Sache. Du weißt, das ist der zweite Maturaball jetzt bei der Handelsakademie und wie gesagt, die Bälle sind immer erfreulich, wenn man die jungen Menschen sieht und das ist eine tolle Sache und deswegen komme ich auch gerne her. Erstens einmal schon, die Polonaise ist immer eine andere. Heute war eine ganz tolle, klassische Polonaise. Ich gratuliere den Maturantinnen dafür, bedanke mich. Es gibt immer neue Bands, die da sind, neue Bekannte, neue Freunde, alte Schüler, alte Bekannte, junge Bekannte. Nein, es ist immer wieder lustig, einmal auf so einen Ball zu gehen, selbstverständlich. Ich bin heute deshalb da, weil meine bildhübsche Tochter, wo ist sie? Jetzt nicht da, den Abend da hier. Mitgestaltet und ich bin irrsinnig stolz darauf. Ich habe mich eigentlich durch den eigenen Maturaball irgendwo an diese Situation recht rasch gewöhnt und ich glaube, es ist eine Wertschätzung der Jugend gegenüber, bevor die letzte wichtige Prüfung kommt, dass man natürlich bei dem großen gesellschaftlichen Ereignis auch dabei ist und deswegen mache ich das auch sehr gerne. Ja, tanzen tue ich auch, ja, aber ich habe noch eine andere Veranstaltung heute in St. Johann und dort muss ich auch hin und deswegen versuchen wir halt Beide
so viel wie möglich unter einen Hut zu bringen. Ja, einige Zeit bleibe ich schon noch. Die Musik gefällt mir auch sehr gut. Also passt alles. Und außerdem ist das ja ein bisschen eine Wertschätzung für die jungen Leute auch, dass man da ist. Weil die haben so lange gelernt jetzt praktisch, kurz vor der Matura, gebührt sein, dass sie ein bisschen feiern können auch. Wie immer Security beim Haagball, warum sind Sie hier? Zur Sicherung des Balls und damit die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Was glauben Sie, wird Ihre Klasse durchkommen, die gesamte? Sie lernen momentan sehr fleißig, haben auch die Weihnachtsferien schon dafür verwendet, eifrig zu lernen. Ich hoffe, Sie haben also alle meine Tipps gut aufgenommen und wir hoffen schon. Also Sie sind beide sehr leistungsstark und wir hoffen auf ein schönes Ergebnis dann im Juni. Ich würde mir die weiße Fahne natürlich sehnlichst wünschen. Zumindest einmal für meine Klasse, aber am besten für die ganze Schule. Aber ich fürchte das Schlimmste, es wird wahrscheinlich nicht eintreffen. Es gibt immer wieder welche, die es beim ersten Mal einfach nicht schaffen.